Willkommen zurück zu Cave Story und wir haben beim letzten Mal das zweitbeste Ende gesehen und ich würde gerne noch das beste Ende zeigen, in dem Curly Brace überlebt, in dem Professor Booster überlebt und da gibt es noch ein paar weitere Levels, wo es weitergeht. Es gibt noch ein paar andere Waffen, die ich noch nicht gezeigt habe, aber um das alles zu tun, muss ich das Spiel jetzt neu anfangen. Deswegen werde ich das Ganze jetzt nochmal hier durchspielen. Ich werde die Dialoge diesmal einfach überspringen, weil wir kennen die ja schon. Und genau, fang einfach mal an. Es gibt wie gesagt andere Waffen. Also, das heißt andere Waffen, ja, es gibt andere Waffen. Man kann den Polarstern statt ihn gegen die Maschinenpistole einzutauschen, auch gemeinsam mit dem Feuerball für eine andere Waffe eintauschen. Und man kann aber auch relativ kurz vor Spielende den Polarstern gegen eine verbesserte Version des Polarsterns austauschen. Nämlich hier, wenn der Schmied aufgewacht ist. Und das würde ich gerne beides zeigen. Ja, komm, hier, mach hinne. Schneller. Ja, so, das würde ich gerne zeigen. Ja, hier am Anfang ist noch nichts groß anders als davor. Was ich anders machen, oder was ich jetzt im Gegensatz zum vorherigen Mal habe, ist Skill, wie man vielleicht hoffentlich ein bisschen sieht. Dass ich das Spiel ein bisschen besser beherrsche als beim ersten Durchspielen. Ja, das aber so bis zur Wüste ungefähr verändert sich nicht wirklich viel. Es gibt noch das ein oder andere Item, das nicht unbedingt storyrelevant ist, aber das man finden kann. Das ist lustig und das würde ich auch gerne zeigen. Und das beginnt aber auch in der Wüste. Ach Mist, jetzt habe ich fast gelevelt. Das heißt, im Eierkorridor, da gibt es erstmal noch nichts wirklich Neues. Ich werde mich jetzt einfach mal beeilen, um möglichst schnell da durchzurennen. Und dann sehen wir, was es in der Wüste gibt. Es gibt nämlich ein lustiges Item, das nicht wirklich was bringt, aber... Nee, stimmt gar nicht. In Grasstown schon. Warum rede ich mit dem? Ich wollte schnell sein. Ich weiß nicht mehr. In Grasstown gibt es schon eine Neuigkeit, die ich übersehen habe. Ja, es ist eigentlich nur eine Kleinigkeit. Aber es ist ein Item, das man nur an einer bestimmten Stelle im Spiel bekommen kann. Nicht, dass man es irgendwie bräuchte, aber es ist halt lustig. Das heißt, ich werde schon ein bisschen vorher tatsächlich... Also schon vor der Wüste wird es etwas Neues geben. Ja. So, du, home up. Ich weiß jetzt eh, wo du bist. Achso, nee, jetzt, genau, jetzt rennt sie runter in das Lagerhaus. Ich würde gerne mal vorher speichern, weil ja gleich der erste Bosskampf kommt. Uah. So viel dazu. Genau deswegen sollte ich speichern, weil ich habe zwar meinen Skill aufgebaut, also ich glaube, ich bin um einiges besser, als ich das Spiel zum ersten Mal angefangen habe zu spielen. Aber so richtig gut, na, bin ich nicht. Also ich würde wetten, es gibt 1000 Leute oder so, die um einiges besser sind als ich hier. Aber gut, darum geht's hier nicht. Es geht um Spaß. Ach, Sue. Blödsinn, nicht Sue. Wie heißt sie? Oder er? Mein Gedächtnis. Großartig. Toroko. Und jetzt kommt Balrog. Hehe. Und ich habe den beim ersten Mal bekämpft. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, hier einen 100% Run zu machen, aber weil ich das beim ersten Mal schon gezeigt habe, möchte ich jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen. Nämlich der Balrog beim allerersten Mal, wenn man den trifft,
Fragt er, ob man ihn bekämpfen möchte. Und wenn man Nein sagt, dann haut er einfach ab. Das ist lustig. Ist nicht wirklich sinnvoll. Ich meine, es bringt auch nichts, den hier zu bekämpfen, außer ein bisschen Erfahrung. Und ich denke mal auch so ein bisschen zum Aufwärmen, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, kann man das machen. Ja, muss man aber nicht. Das ist allerdings der einzige Boss, bei dem man nicht kämpfen muss, soweit ich weiß. So. War ich hier schon drin? Ach so, ja, da gibt's gerade nichts. Da gibt's gerade echt nichts. Da kann ich nachher den Bubbler holen, aber jetzt muss ich erstmal hier zu Arthurs Grab, um den Schlüssel zu holen. Und es gibt hier, wenn mich nicht alles täuscht, schon eine Kleinigkeit. Genau. Ich zeig's sofort, ich zeig's gleich. Ich muss erst den Dicken hier besiegen. Na? Ja. Jetzt habe ich dich, oder? Ja. Jetzt habe ich ihn. Ja. Von wegen Skill und so, ne? Und zwar, wenn man hier genau hinschaut, wo war's denn da? Hier, direkt vor mir, da läuft so ein kleines Männchen. So ganz klein und winzig. Jetzt ist er wieder nach links gelaufen. Der da. Ja, was willst du? Ich habe kurz vorm Ende, in dem Himmelslevel, wo ich relativ hochklettern musste, nachdem ich mich entschieden habe, nicht mit Arthur wegzufliegen, da habe ich so eine Familie von kleinen Leuten getroffen, so kleinen Figürchen, und der gehört zu denen. Den kann man wohl retten und kriegt dann auch irgendeine Belohnung dafür. Was genau dann die Belohnung ist oder was genau die Geschichte dahinter ist, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt gemeinsam in diesem versuchten 100% Run hoffentlich rausfinden. Genau, aber es gibt den, und das heißt, die kleinen Männchen, die kommen tatsächlich dann nochmal vor. Und das ist auch eine Quest, das ist nicht nur so ein kleines Gimmick, dass man gucken kann, kleine Männchen, sondern da steckt auch was dahinter, inhaltsmäßig. Ja, vielen Dank an wieder einmal an Zwergesel für das Erwähnen, dass da ein kleines Männchen auf dem Friedhof rumläuft. Also nicht genau auf dem Friedhof, aber in welcher Folge das ist und ungefähr wo. Und dann habe ich es beim Anschauen der Videos selber rausfinden können. Ich gebe zu, es ist ein bisschen klein, und wenn man nicht damit rechnet, dann übersieht man das wahrscheinlich auch plötzlich. Ich kann aber Arthur direkt auch speichern. So, ich habe den Schlüssel. Ich kann jetzt da unten rein. Sollte funktionieren. Genau. Hier kann ich nochmal speichern. Wunderbar. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann ich jetzt direkt schon in den Eierkorridor gehen. Ja. Was? Ja, genau. Achso, jetzt. Ja, da habe ich gerade zu schnell wohl geklickt. Ja, ich denke, diesmal wird die erste Folge ein bisschen mehr beinhalten als beim letzten Mal. Alleine schon, weil ich ungefähr weiß, was hier abgeht. Ich denke, den Eierkorridor kann ich noch durchmachen. In der ersten Folge des 100% Runs. Ah, die Musik ist echt so super. Allein dafür hat es sich gelohnt, das Spiel nochmal zu spielen. Ich hätte gerne Level 3. Polarstern Level 1, der kann einfach nix. Ich weiß auch nicht, wer den erfunden hat, aber er kann halt nix. Das war auch der Grund, warum ich den relativ leichtfertig wohl gegen die Maschinenpistole getauscht habe. Weil der Polarstern auf Level 3 ist er ganz okay, aber auf Level 1 und 2 halt nicht so wirklich. Warum ich den so leichtfertig gegen die Maschinenpistole getauscht habe.
So, wunderbar, gerade rechtzeitig. Heilung. Yay! Die Viecher sind so toll, die geben so viel Erfahrung und die können halt einfach nichts. Ich weiß auch nicht. Na, 3. Wunderbar. Und da sind wir auch schon bei. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Mimiga. Doch, das ist ein Mimiga, der rote Blumen gefuttert hat, oder? Der da rechts. Müsste doch so sein. Sieht so aus wie gegen Ende. Oder wie auch Toroko, nachdem sie rote Blumen gefuttert hat. Das heißt, es gibt hier schon jemanden, der rote Blumen hat und an, naja, weiß nicht, Menschen oder Mimigas oder so verfüttert. Interessant. Hallo Cthulhu. Ich glaube, dein Dialog war langweilig. Aber was ich gerne hätte, ist da hochzukommen. So viel zum Thema Skill. Ich würde gerne mir diese Lebenskapsel holen. Genau. Weil Leben kann man nie genug haben. Und weil es so schwierig war, da jetzt rüberzukommen, hat man doch gesehen, speichere ich nochmal eine Runde. Ja, genau. Ich hoffe, das Spiel hat ein bisschen gefallen, den Zuschauern, also euch sozusagen. Und wenn nicht, dann könnt ihr ja gerne einen Kommentar hinterlassen und euch beschweren, dass es voll doof ist, dass ich jetzt wieder Cave Story spiele, obwohl ich eigentlich schon durch bin. Und dann werde ich sagen, ja, das stimmt. Aber ich tue es trotzdem. ich denke, es geht nicht mehr 20 Folgen lang, keine Sorge. Die 20 Folgen waren ja blind durchgespielt. Komm schon, genau. Ich denke mal, diesmal werden es halb so viele, vielleicht 10 Folgen. Wenn überhaupt. Wie gesagt, ich weiß jetzt, was ich tun muss und so. Es ist noch nicht ganz klar, ich habe es noch nicht offscreen durchgespielt. Also mir ist nicht ganz hundertprozentig klar, was ich genau machen muss. Im Sinne von, ich hab's nicht selber... Verdammt. Da bin ich runtergefallen. Mist. Also mir ist nicht ganz klar, was ich tun muss in dem Sinne, dass ich es ja noch nicht selber gemacht habe. Aber ich weiß im Prinzip schon, was ich tun muss, weil ich es nachgelesen habe. So, eigentlich sollte ich das relativ gut durchkriegen, das Spiel, wenn ich mich nicht gerade wie eben ziemlich blöd anstelle. Aber ich glaube, gegen blöd anstellen ist noch kein Kraut gewachsen. Ich gehe gleich mal hier zum 6. Ei runter, ist doch egal. Dann weiß ich zwar halt an der Stelle offiziell noch gar nicht, dass ich da rein muss, aber ist doch egal. Ich weiß es ja schon. Wir wissen es schon, die Zuschauer wissen es, ich weiß es. Alles super. Zeit gespart. Und ich sehe es irgendwie auch nicht ein. Ich weiß, es gibt Leute, oder zumindest gefühlt Leute, die ihre Videos auf YouTube künstlich strecken, um möglichst viele, naja, Videos oder möglichst viele Wiedergabeminuten oder so zu haben. Keine Ahnung, das sehe ich irgendwie nicht ein, das mache ich nicht. Das ist mir zu blöd. Deswegen habe ich nicht vor, mich jetzt irgendwie blöd anzustellen, absichtlich. Yay! Juhu! Raketenwerfer, genau. Das ist tatsächlich eine Waffe, die ich wohl auch für das gute Ende brauche, weil auch beim guten Ende natürlich die ganzen Bosse wieder auftauchen werden. Ach, die Munition ist schon voll. Okay. Alles gut. Dumm, dumm. Jetzt muss ich, glaube ich, noch zum... ich glaube, zum 1. Ei war's. Ich hätte auch gucken können im Observationsding, aber... Ups. Weiß nicht. Sehe ich irgendwie nicht ein. Aber ich meine, das war das Erste. Das müsste eigentlich das Erste gewesen sein. Also das 1. Ei. Das Ei Nummer 1. Es gibt auf jeden Fall nicht so viele, in die man rein kann.
Ich glaube, das zweite ist tatsächlich eins, wo man nicht rein kann und wo man hinkommt. Yep. Eine Nummer 1. Müsste das sein. Ja, genau, wunderbar. Und hier kriege ich dann, egal, brauche ich nicht. Aber hier kann ich das Schild runterfahren. Die Rakete dachte ich gerade, bräuchte ich. Aber nö, ich habe jetzt 10. So. Ich weiß jetzt nicht, brauche ich hier schon einen Raketenwerfer? Für den Boss ist der so stark. Aber dann würde ich den mal eben noch auf Level 3 bringen. So. Bevor ich mich mit dem Boss anlege. Puh. Ich fange trotzdem mal damit an. Oh, wie süß ist das einfach. So verglichen mit dem untoten Chor oder so, oder Misery, ist das doch echt süß. Da kann ich mir sogar die Raketen, glaube ich, sparen. Oh ja. Okay, das ist vielleicht nicht so toll, was ich da mache. Aber egal, geschafft. Einmal richtig ausweichen, dann passt das. Das ist ein Mimiga, tatsächlich. Igor. Igor ist ein Mimiga. Und hat wohl rote Blumen gefuttert. Aber wo hat Igor die her? Keine Ahnung. Wachsen die hier? Ich weiß es nicht. Ach so, nee, stimmt. Das ist die Tür nach draußen. Zum Himmel. Da fehlt das Passwort. Das ist Su, glaube ich. Genau. Ja, ich habe dich gerettet. Ja, 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 ich weiß. Das hättest du nicht gebraucht. Und wenn ich Nein sage, ist es auch doof. Egal. Also das rechts, was man da gerade gesehen hat, da ist so ein leichter Windzug. Ganz rechts. Und das liegt wohl daran, dass da die Tür ist nach draußen zum Himmel. Oder so zum Himmelslevel. Indem man ja mit dem Sakamoto, nämlich Sakamoto, wer ist der? Kazuma Sakamoto, wegfliegen kann. Aber jetzt gerade kann man da natürlich noch nicht hin, weil es ist ja viel zu früh, so am Anfang des Spiels. Aber so als Anspielung oder als Foreshadowing für später kann man da halt schon sehen, aha, da ist ein Windzug und sich denken, da könnte etwas sein. Finde ich gut. Ich mag Foreshadowing. Mist. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe und warum. Es war ziemlich blöd. So bei genauer Betrachtung. Ja, mittlerweile weiß ich ja auch, dass man die Gegner... was tue ich da? Dass man die Gegner nicht alle besiegen muss. Und lasst die jetzt einfach mal zum Teil links liegen. Ich denke, ich werde genug Erfahrung kriegen für den Raketenwerfer. Als dass ich mich da jetzt anstrengen müsste, wirklich jeden kleinen Fitzel einzusammeln. Und ja, da ist es auch schon beides auf Max. Ja. Wie gesagt, man muss hier nicht alles besiegen. Ist ja auch gut. Von daher bin ich jetzt einfach auf dem Weg zurück nach Hause. Oder so. Wie, ich habe keinen Schaden gekriegt. Habe ich mich gerade geheilt oder so? Nee. Ach, man kann da drauf auf die? Das ist ja gut. Das wusste ich gar nicht. Jetzt natürlich nicht mehr. Das probiere ich gleich mal aus bei den ersten beiden. Wieder. Ist ja lustig. Man kann da drauf, ohne Schaden zu kriegen. Sobald man aber natürlich dann runterfällt und sie seitlich berührt, kriegt man eben doch Schaden. Aber cool, das wusste ich gar nicht. Natürlich musste ich das jetzt rausfinden, weil ich mir ja vorgenommen habe, 100% dieses Spiels zu machen. Genau, eine weitere Zwischensequenz. Bla 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 bla. Yeah, Grasstown, genau, das nächste Ziel. Komm schon, schneller. Ja. Ich weiß nicht, ob man es meiner Stimme anhört. Die wurde gestern ein bisschen missbraucht. Ich hoffe, man merkt es nicht.
Ich hoffe, meine Stimme klingt einigermaßen normal. Und da bin ich endlich wieder in Arthurs Haus. Kann ich jetzt schon irgendwas tun? Ich glaube nicht. Ach so, ja, doch, ne? Muss ich mit denen quatschen da draußen? Oder kann ich jetzt schon direkt zu Grass Town? Connecting Grass Town? Ne, klappt noch nicht. Ich muss zuerst ausgehen und mit den Leuten reden. Bevor ich nach Grass Town kann. Dann mache ich das doch eben mal. Und ich glaube, dann ist auch die erste Folge schon lang genug. Die Folge ist dann lang genug, um zu schneiden. Ich hoffe, wie gesagt, dass es wieder so 10 Folgen ungefähr durch ist. Ich glaube, ich werde, wenn ich nicht weiterkomme auf Screen, diesmal wirklich relativ viel trainieren, damit ich die Dinge, die Bosse vor allem, gut besiegen kann. Gut, aber jetzt würde ich mich erstmal verabschieden und sagen, bis zum nächsten Mal bei Cave Story 100%.